meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach einer gefühlten halben Ewigkeit lade ich endlich mal wieder ein Video hoch, denn bei mir wird ein neuer Hamster einziehen. Ja, mein letzter Hamster war ja der Carlos. Ich habe dann so eine kleine Mini-Hamsterpause gemacht, würde ich mal sagen. Jetzt soll aber eine neue Fellnase hier einziehen, und zwar in dieses Gehege. Ich habe das jetzt schon mal gestern alles ein bisschen, ja, ich habe schon mal geguckt, wo ich was nachher hinstellen und platzieren werde. Ja, hier habe ich schon ein Streu, ich habe hier auch schon Heu, weil ich möchte das so ein bisschen schichten. Dann bauen wir noch einen Deckel, damit das Ganze hier so ein bisschen ausbruchssicher ist. Hier ist jetzt noch kein Gitter drüber, das ist jetzt erstmal nur der Rahmen. Vielleicht werde ich den auch noch weiß streichen, mal sehen, aber so sieht das eigentlich auch ganz gut aus, finde ich. Ja, dann habe ich noch ein neues Häuschen bestellt von Rudi Pet. Das ist dieses hier, ist auch noch eingepackt. Da ist irgendwie auch, ja, sind noch so eine Moosplatte mit drinne. Die würde ich vielleicht hier oben ja, drauflegen, mal sehen. Ich muss es auf jeden Fall erstmal ja, entstauben. Ja, so habe ich mir das gedacht, dass ich das ungefähr so nachher auch einrichten werde. Ja, hier habe ich hier noch ein bisschen Grünzeug. Ja, das kommt da jetzt nicht mit rein, die Etage. Noch ein bisschen hier diese Bambuswurzeln. Die finde ich auch immer sehr schön im Gehege. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die gab es auch mal bei Rudi Pet, aber ich glaube, die verkaufen sie gar nicht mehr. Ja, da habe ich 3 Stück von. Ich glaube aber, dass ich nicht alle in das Gehege unterkriegen werde. Ja, mal sehen. Ja, ich dachte mir, wir richten das zusammen ein. Ihr seht das ein bisschen im Schnellverfahren, aber für mich wird das Ganze ein bisschen länger dauern. Am Montag werde ich den Hamster abholen fahren. Ob es jetzt Mittelhamster oder ein Zwerghamster wird, werde ich noch nicht verraten. Genauso wie das Geschlecht, das werdet ihr dann später in diesem Video sehen oder in einem separaten. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal das Gehege einrichten. Ich muss mal gucken, wie ich die Kamera aufstelle, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Einrichtungsvideo gemacht. Also es ist völlig Neuland für mich. Ja, ich würde mal sagen, jetzt lasst uns erstmal starten. Ich glaube, ich werde das Haus vorher noch einpinseln mit irgendeinem Schutzlack. Ja, weil der Hamster wird da drin ja bestimmt auch Pipi machen. Deswegen, das wird auf jeden Fall noch lackiert. Thank you.
das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Ich habe jetzt hier oben Einstreu erstmal verteilt, weil die Moosplatten, also die Menge, die reicht nicht für die Bahn. Und wenn, dann möchte ich das auch erstmal einfrieren wegen Ungeziefer. Deswegen habe ich jetzt erstmal Einstreu verteilt. Vielleicht werde ich hier auch Maisgranulat verteilen. Das muss ich mir aber erstmal noch besorgen. Das ist ja ganz gut für die Krallenabnutzung. Ja, die Treppe, die habe ich jetzt erstmal mit Ponalkleber, also mit Holzkleber zusammengeklebt. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen Grünzeug verteilen, sage ich mal. Also ein paar Sträucher, damit das Ganze noch ein bisschen bunter aussieht. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher, vielleicht werde ich noch mal was abändern. Ich muss gucken, ja, wie das nachher sein wird, wenn der Hamster einzieht. Das sind die Sträucher, die ich mir besorgt habe von JR Farm. Einmal Sommerernte und Wiesenernte. Und die werde ich jetzt mit Hilfe einer Schere mir zuschneiden und dann nachher im Gehege verteilen. Finde, das sieht immer ganz nett aus und der Hamster ist auch beschäftigt. Also bis jetzt sieht das doch schon mal ganz gut aus, oder? Was sagt ihr, Leute? Also als Hamster würde ich mich sehr wohl fühlen hier. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Kräuter holen und die ein bisschen im Gehege verteilen. Das Haus muss ich ja nachher nochmal wieder rausnehmen, weil ich das ja noch lackieren wollte. Aber ich denke, ansonsten bin ich hier auch bald durch. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen Heu oben drauf verteile. Mal sehen. Aber eigentlich sollte das auch erstmal reichen, denke ich. Ja, also mir gefällt das schon ganz gut. Ich zeige euch das Gehege jetzt einmal von oben, einmal so im Überblick. Sehr schön, oder? Mir gefällt das richtig, richtig gut. Richtig toll geworden. Ja, und ich werde jetzt hier erstmal aufräumen und saugen und alles. Chaos! Aber so ist das. Ja, ich würde mal sagen, den Einzug des Hamsters mache ich im nächsten Video. Ich glaube, das wird sonst zu viel, zu lang, das Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen, nach so langer Zeit mal wieder ein Video zu machen. Und dann, ja, gleich ein Gehege-Einrichtungsvideo war sicherlich auch sehr interessant für euch. Ja, ich würde mich freuen für ein Däumchen hoch, eventuell ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.